Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Bubble TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute am Sonntag, und das ist ja ein schöner Sonntag, Wetter ist super toll da draußen, möchte ich euch ein bisschen was erzählen über das Tauchen selbst. Für alle, die noch nie tauchen waren und das erste Mal zum Tauchen gehen möchten, sei mir Folgendes gesagt. Wie alt muss ich sein? 8 Jahre musst du alt sein, um bei einem Schnuppertauchen, also einem Ausprobieren, mitzumachen können. Und die heutige Sendung geht genau um das. Was brauchen wir alles, um tauchen gehen zu können? Und wir sagen mal herzlich willkommen beim Bubble Maker. So, ich habe euch da eine ganze Menge an Ausrüstung hergebracht und hergerichtet, damit ihr ein bisschen seht, was ihr so alles bekommt von uns, wenn ihr tauchen geht. Da gibt es viele, viele Sachen, die dazu notwendig sind. Zum ersten gleich einmal schauen wir mal, was denn einmal so notwendig ist. Wir brauchen eine Tauchflasche. Und damit wir alle gleich mal wissen, was da so drinnen ist, in so einer Tauchflasche ist Luft drinnen. Und wo ist denn diese Tauchflasche? Schaut mal her, ich drehe das ein bisschen mal rum, das ist ein bisschen schwer, aber das geht trotzdem ganz gut. Und da haben wir bereits unsere Tauchflasche. In der Tauchflasche, wie gerade erwähnt, ist Luft drinnen. Und die pumpen wir mit einem Kompressor richtig dick und fett hinein. Und die hat dann, wenn sie voll ist, 200 Bar Druck drinnen. Und das ist ganz schön viel. Wer nämlich ein bisschen schlau ist und weiß, wie viel Luft im Autoreifen von Mamas oder Papas Auto drinnen ist, dann kann man sich ein bisschen überlegen, ja, wie viel sind denn 200 Bar? Denn ein Autoreifen sind so 2,5 Bar ungefähr drinnen. Und wir haben ja 200 Bar in unserem Autoreifen drinnen. Das heißt, schaut euch mal das Bild wunderschön an, dass es eine Gewichtskraft von 200 Kilogramm auf einen Quadratzentimeter bedeutet. Also 200 Kilogramm drücken von innen pro Quadratzentimeter auf die Flasche drauf. Das ist ganz, ganz, ganz viel Druck. Das aber garantiert, da ist so viel Luft jetzt drinnen, dass ihr lange unter Wasser bleiben könnt und nicht gleich auftauchen müsst. Weil wenn wir nur schnorcheln, geht ja das Ganze nur mit einem Atemzug, wir müssen rauf. Und die Menge, die in so einer durchschnittlichen Tauchflasche drinnen ist, ist ja ganz schön enorm. Da ist die Frage, wie viel ist denn das? Und ich glaube, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann, wer kennt den Harry Potter und kennt die rote Telefonzelle? Und ihr wisst, was eine Telefonzelle jetzt ist und ungefähr die Menge von der Größe einer Telefonzelle, so viel Luft haben wir da hineingepumpt. Frische, saubere Luft, weil diese Luft noch zusätzlich gefiltert wird. Diese Flasche ist aber schwer und wenn ich die Flasche jetzt so in die Hand nehme und damit ins Wasser springe, ist das ungefähr so, wenn ich einen großen Stein halten würde, springe ich damit ins Wasser, würde ich untergehen. Das würde nicht gut gehen, also brauchen wir noch etwas weiteres, das uns hilft, unter Wasser nämlich wie ein Astronaut zu schweben. Und das ist da vorne diese Tarierweste und wir sagen kurz in Englisch einfach Jacket dazu. Dieses Jacket ist notwendig, damit wir einerseits die Flasche daran hängen, andererseits, und schaut mal, ich kann das anziehen wie eine Weste, wie eine Jacke, ich kann das schön tragen, habe das dann auf dem Rücken wunderbar drauf und ich kann damit noch eines machen, ich kann hier nämlich Auftrieb herstellen damit, Abtrieb erzeugen und damit einen schwerelosen Zustand aufbauen. Und passt mal auf, was passiert, schaut mal genau, wenn ich diesen Knopf drücke, dann bläst sich diese Weste mit Luft auf. Das würde bedeuten, an der Oberfläche schwimmt ihr und ihr könnt euch entspannen, die Arme hängen lassen, die Beine verschränken und ihr geht gar nicht runter. Was muss ich also tun, wenn ich runter möchte? Ich muss diesen Schlauch hochhalten und da oben drauf drücken und seht, was passiert. Die Luft geht aus und schon beginnen wir zu sinken. Und im Zuge einer Ausbildung von den verschiedensten Kinderkursen lernen sie dann, wie man unter Wasser diesen Zustand aufbaut, dass man schwebt. Das ist ungefähr so eben wie ein Astronaut im Weltall, der schwebt. Er springt hoch und bleibt dort, wo er ist. Und ihr lernt unter Wasser durch Zugabe von Luft, also dosiert hineingeben, auf jeder Tiefe das richtig abzuschätzen, dass man dann hier richtig tauchen kann und schweben kann. So, und dann haben wir unter dem Wort Jacket noch ein Wort stehen. Das ist der Regler, das Atemgerät. Und mit dem Atemgerät können wir atmen. Und schaut mal, da habe ich so einen Automaten, der hängt da alles am Schlauch dran. Das nehme ich direkt in den Mund und atme daraus.
Da kriege ich schön Luft. Ich kann also jederzeit Luft bekommen. Atme ein, atme aus. Aber so ein Lungenautomat oder kurz Regler genannt, setzt sich aus vielen Teilen zusammen. Wenn wir hier mal schauen, sehe ich hier noch einen zweiten, der ist richtig schön gelb. Der ist dafür da, wenn meinem Partner unter Wasser mal die Luft ausgeht, weil er nicht achtsam war, und er kommt zu mir, signalisiert, habe keine Luft, dann gebe ich ihm den Automaten, indem ich das hier zack rausziehe und sage, bitte für dich, weil dann hat er Luft, bekommt von mir Luft und kann atmen. Und ich selber kann noch immer auch atmen. Ein Schlauch führt direkt zur Tarierweste, damit die Luft hineinkommt. Und dann haben wir noch Instrumente. Die habe ich da unten noch schön versteckt. Und da haben wir auch einen Kompass und ein Instrument, das sogenannte Finemeter. Und schaut einmal da drauf, da steht doch 200. Die Flasche ist ja aufgedreht, ich habe bereits daraus geatmet. Und wir sehen also, die ist voll gefüllt. Und da können wir den Druck ablesen, 200 Bar. Und je mehr ihr atmet und je länger ihr unter Wasser bleibt, umso weniger wird das an der Anzeige dargestellt sein. Also das sinkt dann der Zeiger. Das ist ähnlich wie bei Papis Auto mit der Tankanzeige. Es wird immer weniger und immer weniger. Und spätestens dann, wenn wir bei dem roten Strichen ankommen, heißt das für uns, jetzt sind wir am Schluss bald, jetzt wird es bald eng, wir sind auf der Reserve. Also auftauchen, zurück zur Oberfläche, damit uns niemals die Luft ausgeht. So, das ist die technische Ausrüstung. Was denkt ihr, was wir noch brauchen? Ah, ich habe da hinten schon gehört. Ja, ganz genau. Ich habe es ja auf meinem Kopf drauf und bin ja so reingetaucht ins Bild. Wir brauchen eine Tauchbrille. Eine Taucherbrille. Das ist ganz wichtig, weil diese Taucherbrille hilft uns ja, dass wir unter Wasser gut sehen. Mit den normalen Augen würden wir nicht sehen. Wir brauchen die Brille, damit wir ein scharfes Bild bekommen. Einen Schnorchel. Damit wir, wenn wir nur schnorcheln gehen, auch an der Oberfläche schön atmen können und nach unten immer sehen können zum Beobachten. Und nicht zu vergessen, last but not least, wir brauchen coole, tolle Flossen, so wie die da. Die geben uns die Kraft und die Möglichkeit, leicht und effizient voll unter Wasser vorwärts zu bewegen. Und dafür brauchen wir auch diese Flossen, damit wir nicht dauernd mit unseren Armen schwimmen müssen und das strengt fürchterlich an. So! Was aber ganz interessant und wichtig zu wissen ist, jetzt kommen wir zu einem Thema, nämlich ein bisschen so Medizin, könnte man sagen. Vielleicht will der eine oder die andere mal Arzt werden und dann ist es gar nicht so schlecht, dass man ein bisschen das Ohr kennt und ein bisschen Bescheid wissen, was ist denn ein Druckausgleich? Viele sind von euch schon mit dem Flugzeug geflogen oder mit dem Auto über einen hohen Berg gefahren und dann habt ihr in den Ohren so einen Druck verspürt. Das war nicht angenehm. Und da habt ihr vielleicht schon gewusst, was zu tun ist. Und wenn noch nicht, dann werden wir das gleich mal lösen. Was passiert denn da so? Weil wenn ihr rauffahrt mit dem Auto oder mit dem Flugzeug fliegt, wird der Luftdruck, der euch umgibt, geringer. Wenn ihr tauchen geht, also rund ins Wasser springt und richtig runtertaucht, ist das Gewicht vom Wasser da und das drückt dann da auf unsere Ohren hinein, das Wasser. Und da ist am Ende das Trommelfell und wird hineingedrückt. Und das sagt natürlich, oh, das mag ich nicht. Also es tut uns weh. Weil das Wasser das Trommelfell immer weiter nach innen drücken würde, könnte es auch platzen und das wollen wir nicht. Daher müssen wir wissen und lernen, wie wir einen Druckausgleich machen. Und einen Druckausgleich heißt nichts anderes, wenn das Wasser da reindrückt, drücke ich von der anderen Seite Luft dagegen, damit ich das Trommelfell wieder gerade stelle. Und das ist das Geheimnis. Wie funktioniert das? Das ist ganz einfach. Ihr müsst nur eure Nase zuhalten. Tiefluft holen, bitte gleich alle mitmachen, also Nase zuhalten, Tiefluft holen und jetzt die Luft in die Nase hineinpressen. So, wie wenn ihr euch die Nase putzen möchtet, aber nicht die Finger weggeben. Und ihr werdet merken, da ist so ein Druck, da ein bisschen auf die Ohren gedrückt, ist gleich wieder weg. Aber beim Tauchen ganz wichtig, ihr habt einen Druckausgleich gemacht. Geht ihr schnorcheln im Urlaub und ihr wollt ein bisschen runtertauchen und es tut weh in den Ohren, jetzt wisst ihr schon, was zu tun ist. Druckausgleich machen, dann ist das Thema vom Tisch, wie wir so schön sagen. So, und ja, jetzt ist unter Wasser eines, jetzt rede ich so viel, erzähle ich so viel die ganze Zeit und war dumm. Ja, und im Endeffekt, was mache ich denn unter Wasser? Wie unterhalte ich mich da? Oder wie kann ich mich denn da verständigen? Taucher lernen eine Zeichensprache, wie eine Geheimsprache, aber die ist natürlich nachzulesen. Und hier habe ich euch auf diesem Blatt ein paar der wichtigsten Zeichen mal zusammengeschrieben.
Wir fragen und antworten. Ich frage, ich führe Daumen, Zeigefinger zu einem runden Kreis wie ein O, die Finger nach oben, dann habe ich okay. Frage und Antwort. Ist alles in Ordnung? Wenn alles in Ordnung ist, dann bekomme ich von dir und von euch ein okay zurück. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, und jetzt könnte ich mal so fragen, wie war denn die letzte Schularbeit? Oh je, vielleicht nicht so gut. Ja, das sagt schon aus, etwas stimmt nicht, etwas ist nicht in Ordnung, wenn ich mit der Hand so mache. Da weiß ich aus Taublehrer zwar noch nicht ganz genau, was das Problem ist, aber ihr könntet zum Beispiel auf das Ohr deuten, dann wüsste ich, dass ihr ein Problem mit dem Druckausgleich habt. Also, nicht okay mit der Hand so wackeln. So, das kennen wir. Die Polizei macht es ja auch gerne so. Stopp, halt, stehen bleiben, nicht weiter schwimmen, tu nichts, ich möchte dir etwas zeigen. Wenn ich von oben bin und ich habe den Atemregel im Mund, kann ich nicht mehr sprechen, sage ich meinem Buddy, meinem Partner, ich will abtauchen, ich will runtergehen. Bin ich unten und ich gebe den Daumen nach oben, sage ich ihm, ich will auftauchen. Das sind nur ein paar dieser wichtigsten Handzeichen, die wir jetzt mit euch besprochen haben. Da gibt es doch viel, 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 viel mehr. Aber das lernen Sie alles dann in einem eurer nächsten Tauchkurse, wie zum Beispiel den Paddy Seal bei uns. Da geht es auch gleich los mit 8 Jahren. Im Anschluss mit dem Paddy Master Seal oder ab 10 Jahren könnt ihr den Paddy Junior Promoter machen. Dann geht es bereits mit uns an den See, ans Meer, könnt auch im Urlaub überall tauchen und Spaß haben. So, ganz zum Abschluss für alle, die das erste Mal heute zugesehen haben oder noch nie tauchen wollen, bereits ganz neu, druckfrisch ist unsere Bubblepost heraus und da gibt es ganz viele tolle Informationen zu unseren Kindern durch Tauchkursen. Einfach ein Mail schreiben oder eine Nachricht uns zukommen lassen auf kids@dive-company.eu und wir schicken euch gratis unsere neue Bubblepost zu. Ich sage jetzt danke, habt Spaß, einen schönen Sonntag, gut Luft und ich mache jetzt eines, ich tauche jetzt ab.